Es wird niemand kommen, der euch an die Hand nimmt, mit euch ins Gym geht und das 6 oder 5 oder 3 Mal die Woche macht. Es wird niemand. Es ist Eigenverantwortung. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin, heute ist Mittwoch, das heißt Thema Persönlichkeitsentwicklung. Heute ein Thema, was uns wieder alle betrifft, und zwar die Eigenverantwortung. Ja, Verantwortung im Allgemeinen haben wir alle mit zu tun. Im Laufe unseres Lebens wächst unsere Verantwortung eigentlich nur mit. Das heißt, als Kind haben wir kaum Verantwortung, weil wir die meisten Dinge noch gar nicht können oder noch gar nicht einschätzen können, viele Situationen. Das wächst aber natürlich mit den Jahren, mit unserem Alter, bis wir erwachsen sind. Später, wenn wir Kinder haben, haben wir natürlich noch mehr Verantwortung und natürlich situationsbedingt. Das heißt, im Straßenverkehr haben wir mehr Verantwortung, als wenn wir zu Hause in unserem Bett liegen. Und das ist eine Menge Verantwortung, die auf uns lastet. Und eine Verantwortung kommt meistens zu kurz, und das ist die Eigenverantwortung. Was ich euch jetzt sage, das mag logisch klingen, aber für die meisten von uns ist das gar nicht so präsent und gar nicht so umläufig. Viele denken da gar nicht so dran, wie es eigentlich ist, und zwar die Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung ist ein Punkt, den euch niemand nehmen kann. Ihr seid für euch selber verantwortlich. Spätestens wenn ihr 18, 20, spätestens aller spätestens wenn ihr auszieht, seid ihr für euch selber verantwortlich. Das heißt, ihr seid dafür verantwortlich, was ihr esst, was ihr macht, wo ihr arbeitet, wie ihr mit anderen Menschen umgeht und ob ihr beispielsweise Drogen oder Spielesucht konsumiert. Es wird hundertprozentig keiner in euer Leben kommen, der euch sagt, du hörst jetzt auf damit, der nimmt euch die Zigaretten weg und setzt euch für 2 Monate in Therapie. Gut, hundertprozentig nicht, vielleicht zu 0,002%. Und zwar, wenn eure beispielsweise Drogensucht so weit geht, dass ihr andere Leute gefährdet, dann kann es sein, dass ihr weggesperrt werdet. Aber so weit wollen wir es ja gar nicht kommen lassen und da wollen wir ja gar nicht drüber nachdenken, weil das betrifft uns ja nicht. Ich meine viel eher die kleineren Dinge im Leben, wie beispielsweise das Rauchen. Oder dass wir uns immer wieder vornehmen, ins Fitnessstudio zu gehen und einfach nicht hingehen. Es wird niemand kommen, der euch an die Hand nimmt, mit euch ins Gym geht und das 6 oder 5 oder 3 Mal die Woche macht. Es wird niemand. Es ist eigenverantwortlich. Ihr seid selber für euer eigenes Tun verantwortlich. Das heißt, es wird niemand kommen und euch zwingen, das zu tun. Und viele von uns haben es so im Kopf, die denken so, oder die haben dieses Verlangen, die wollen quasi, dass man dazu gezwungen wird oder dass sie dazu gedrängt werden, weil sie wissen oder weil sie der Meinung sind, dass sie ihren eigenen Schweinehund nicht überwinden können. Und genau das ist der Fehler. Wir warten in unserem Leben viel zu oft und viel zu lange auf Situationen, die niemals passieren würden. Es wird niemals einer zu euch kommen und sagen, ey, komm, wir gehen jetzt ins Gym und ich zieh dich mit, auch wenn du heute nicht motiviert bist, wir gehen trotzdem hin. Nein, ihr seid für euch selber verantwortlich. Und das ist auch der Grund, deswegen euch keiner mitnimmt. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ich gehe jetzt nun mal seit 4 Jahren regelmäßig ins Gym und ich habe schon viele Leute mitgenommen und ich habe schon viele Leute motiviert und ich habe auch viele Leute wortwörtlich ins Training mitgeschleppt, beziehungsweise gesagt, komm, wir fahren jetzt ins Gym, und er sagt, nee. Und ich sage, doch, wir fahren da jetzt hin, und dann sagt er, ja, ist okay. Das funktioniert die ersten Male, aber ich habe so viele Freunde, die jetzt gar nicht mehr ins Gym gehen, die ich damals, ich hatte sie echt motiviert und sie waren auch motiviert dabei. Aber als ich gemerkt habe, ich muss sie jedes Mal mit hinschleppen, wurde auch mir das zu doof. Und da habe ich gesagt, du bist für dein Leben selber verantwortlich. Möchtest du mit ins Training kommen, sag mir Bescheid, dann fahren wir zusammen hin. Wenn nicht, fahre ich alleine hin. Es wird niemand kommen und euch euer Leben lang in irgendwelche Situationen drängen oder zwängen. Es wird keiner von euch von einem auf den anderen Tag aufhören zu rauchen oder von einem auf den anderen Tag auf die Idee kommen, ich lasse es jetzt. Natürlich gibt es solche Leute, aber man muss das selber wollen. Es bringt nichts, wenn andere einem das sagen. Und das ist die Eigenverantwortung. Ich habe beispielsweise einen Kollegen, der war 10 Jahre drogenabhängig. Der hat 10 Jahre lang als erstes nur Gras konsumiert, später noch andere Drogen, Kokain, Ecstasy, hat Pilze geraucht, alles Mögliche. Der hat wirklich alles ausprobiert, was es so gibt. Und wie ist er von diesen Drogen weggekommen? Nicht, weil seine Freundin was dazu gesagt hat, nicht, weil seine Mama irgendwas gesagt hat. Nein, weil er irgendwann gemerkt hat, scheiße, ich bin in einer beschissenen Situation, was mache ich überhaupt? Und erst dann hat er wirklich begriffen, dass es keinen Sinn macht, dass es so nicht funktioniert, dass es so nicht weitergehen kann. Und erst so hat er sich selber überwunden. Das heißt, wartet nicht darauf, dass andere Leute euch in irgendwelche Situationen bringen oder dass andere Leute euch sagen, was ihr zu tun habt. Dann werdet ihr euch vielleicht erstmal dran halten. Aber irgendwann, wenn ihr selber nicht davon überzeugt seid, werdet ihr irgendwann selber nachlassen. Und genau das ist der Punkt, weswegen man selber wissen will, was man erreicht oder erreichen möchte. Genauso ist es, wenn ihr jetzt beispielsweise euch vornehmt, ich nehme dieses Jahr 10 Kilo ab.
Nur als Beispiel. Man kann auch sagen, 10 Kilo zunehmen, aufhören zu rauchen, bla bla bla. Es gibt tausend verschiedene Dinge. Aber beispielsweise, du möchtest 10 Kilo abnehmen. Dann kannst du jetzt in deinem Kopf das Mindset aufbauen, du nimmst 10 Kilo ab. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr euch auf die Waage stellt und ihr seht, scheiße, ich habe nicht abgenommen oder ich habe sogar ein bisschen zugenommen, dann hasst ihr euch selber, dann regt ihr euch darüber auf. Und das ist auf der einen Seite was Positives, auf der anderen Seite ist es aber auch was Negatives, weil ihr euren Körper, euren Kopf dann in diese negative Schiene reindrückt. Das heißt, selbst wenn ihr nur sagt, scheiße, ich habe mich durchgezogen, ich muss mehr durchziehen, selbst das macht unterbewusst mit euch etwas Negatives. Und das ist gut, weil auf der einen Seite motiviert es einen, aber auf der anderen Seite kann es einen genauso demotivieren. Und wie man das Ganze umgeht, ist einfach, dass man sich Ziele setzt und an diesen Zielen arbeitet. Das heißt auch, dass euer Ziel nicht heißt, ich nehme 10 Kilo ab, sondern ich möchte die und die Figur erreichen. Ich möchte das und das schaffen. Und dann guckt ihr jedes Mal in den Spiegel und seht euch selber und sagt so, okay, es hat ein bisschen was gebracht. Jetzt gehe ich weiter und jetzt gehe ich weiter ins Gym. Und dann fällt es einem viel einfacher, Dinge durchzuziehen. Setzt eure Ziele in den Kopf und sagt euch, was ihr erreichen wollt und nicht, was ihr dafür nicht machen müsst, was ihr dadurch nicht dürft. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die uns dann da einschränken. Aber habt ihr schon mal irgendwas Positives in eurem Leben erreicht, ohne was dafür zu tun? Jetzt kann man sagen, ja, ich habe Geld geerbt oder irgendwie so ein Scheiß. Aber ist das wirklich euers? Ist das wirklich von euch das verdiente Geld? Oder habt ihr schon mal Geld verdient, ohne was dafür zu tun? Ohne ein Risiko einzugehen oder ohne Arbeit reinzustecken? Ich denke nicht, weil so funktioniert das nicht. Und genauso wird auch niemand kommen und euch einfach mit dem Rauchen, dass es einfach aufhört, dass ihr einfach keinen Drang mehr habt zu rauchen. Genauso wird keiner kommen und euch 10 Kilo wegnehmen oder 10 Kilo draufpacken. Ihr müsst bereit sein, zu arbeiten und was dafür zu tun und die Eigenverantwortung für euch selber zu übernehmen, weil es können immer Leute von außen auf euch einreden, aber solange ihr selber nicht davon überzeugt seid, solange ihr das selber nicht wollt, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht diesen Schritt gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es was gebracht hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute.